Moin Moin ihr Lunken. Ja, ich habe zurzeit einen kleinen Favel für kleine Messer. Kleiner Favel für kleine Messer. Ja, egal. Ich hatte euch schon vor Wochen mal das SD1 von Winter Knives gezeigt. Da muss ich auch noch ein ausführliches Video drüber machen. Das SK09 von Sven Kühnerst vom Messerdepot. Ja, und es ist noch ein kleines Messerchen zu mir gekommen. Das Bradford Guardian 3. Da haben wir das gute Stück. Ja, von außen gibt es nicht viel zu sagen, viel zu sehen, außer dass eine wirklich ordentliche Lederscheide mitgekommen ist, die so einfach wie funktional ist. Da ist alles ordentlich verarbeitet, da gibt es keine Mängel, meiner Meinung nach. Entschuldigung. Hier eine ordentlich breite Gürtelschlaufe, um das Messer so am Gürtel zu tragen, was auch wunderbar geht. Zeige ich euch jetzt nicht, ich möchte euch nicht mit meiner dicken Wampe belästigen, aber es lässt sich wirklich angenehm tragen. Auch für die, wo so ein bisschen Bauch übersteht, denn hier ist ordentliches dickes Leder, da kneift nichts, da ist nichts kalt, vom Griff merkt man auch nichts. Und auch das Messer ist wirklich fest drin, da muss man keine Angst haben, dass es bei irgendwelchen Bewegungsaktivitäten dann rausfliegt. Ja, genug zur Scheide. Kommen wir mal zum Stachel. Ja, und Stachel ist es im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr seht hier, es ist wirklich richtig schön spitz. Wir haben hier einen ordentlichen Flachschliff. Die Klingenstärke lässt auch nicht zu wünschen übrig. Da muss man keine großartige Angst haben, dass bei normalen Arbeiten da sich irgendwas verbiegt, abbricht. Und was weiß ich, was für Eventualitäten da alles kommen könnten. Ja, sonst gibt es dazu nicht wirklich viel zu sagen. Es ist ein kleines 3,5... bei kleinen Flossen, Vierfingermesser, wie ihr hier seht, es ist doch satt drin. Diese Version hat hier eine mega texturierte G10-Griffschale. Eine? Nee, zwei. wirklich angenehm und auch sehr griffig. Ich glaube, wenn man da mit Handschuhen arbeitet, brauche ich jetzt bei dem Wetter zum Glück noch nicht. Da ist das Messer auch noch fest in der Hand. Ja, man könnte das Messer auch wie so anfassen, aber das bringt nicht wirklich viel. Hier ist eine ordentliche große Fingermulde. Da packt dann komplett der Zeigefinger rein. Gut, wenn man jetzt richtig so Fleischerfinger hat, ne? Oder so Schmied ist mit sonst was und wirklich riesen Pranken hat mit richtig breiten Fingern, dann läuft man natürlich Gefahr, dass man auf die Schneide draufkommt. Aber bei meinen Wurschtfingern, bei meinen kleinen Wurschtfingern, gibt es da wirklich gar keine Probleme. Ja, was ich auch hierbei wieder angenehm finde, ist, dass der Aufdruck doch relativ dezent ist. Ist so ein schmaler Grad zwischen zu groß und dezent. Ne? Aber ich finde, sieht deren Logo auch ganz gut aus. Auf der Seite steht das Modell. Gibt es auch noch andere Guardians, größere, die haben natürlich andere Bezeichnungen. Und hier steht auch noch der Klingenstahl, das ist ein M93. Ein überaus tauglicher Stahl, aber ja, ich mache aus Stahlsorten für Messern eh kein großes Hexenwerk. Was nützt es, wenn da der geilste Stahl drin ist, der aber mistig verarbeitet wurde, beziehungsweise nicht richtig geerdet wurde. Also von daher, also bei dem Teil hier, da hat Bradford gute Arbeit geleistet. Ich habe es noch nicht stumpf gekriegt, beziehungsweise, ja, ich habe auch noch nicht irgendwie Kokosnüsse damit aufgeschnitten oder sonst was. Nee, nur rumgeschnitten, ein bisschen Essenszubereitung und hier und da und tralala und ja, es ist immer noch sauscharf. Auf den Fingernagel mal draufgelegt, so, da rutscht nichts. Total geil. Ja, ist ein schönes Beinmesser, kann man im Medizinbereich wunderbar tragen, entweder in der Hosentasche, im Rucksack reingeschmissen oder halt so am Gürtel. Wenn man irgendwie längere Pulli anhat oder wie ich jetzt hier ein längeres Hemd, dann sieht man davon auch nichts. Das Messer liegt schön da an. Ich habe das schon mal gehabt bei anderen Messern, welche ich dann drunter hatte, dann auch quer im Gürtel. So, dann hat man hier dann immer so ein, ja, so ein Penupel rausstehen gehabt. Habe mich gefragt, was soll das? Wer trägt das so? Und nee, dann bleibt es auch überall hängen und sieht albern aus. War hierbei nicht der Fall von der Größe her. Von daher fehlt das wirklich angenehm. Ja, sonst gibt es dazu eigentlich nicht viel weiter zu sagen. Ich werde es noch weiter nutzen, weiter gerne haben. Ist ein Teil, was mich
durch die Optik entspricht und vom Nutzwert. Also zwei positive Punkte. Ja gut, wenn man das noch möchte, kann man erwähnen, dass hinten so ein Loch ist für einen Fangriemen, aber dadurch, dass der Griff dann mitten quasi in der Hand liegt, nee, habe ich keine Lust drauf. Ist so ausgespart, dass er nicht rumdrückt, aber braucht auch nicht. Braucht man nicht als Ziehhilfe. Gut, von hinten packen. Damit hacken tut man sowieso nicht. Tut. Tut, sagt man auch nicht, ne? ja, auf jeden Fall. Nee, ist da überflüssig. Und der Optik für passt bei dem Messer, finde ich, nicht so ganz. Aber ist auch Geschmackssache, nicht wahr? Alles klar. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Munter bleiben.